Was wäre, wenn ihr keine Videos auf YouTube macht, sondern auf YouPorn? Wir hätten auf jeden Fall einen richtig schönen Oberlippenbart. Oh shit. Außerdem, wir würden auf der Straße wahrscheinlich genauso oft erkannt werden. Aber nur ganz, ganz selten angesprochen. Und das sind dann keine 14-jährigen kleinen Mädchen, sondern 60-jährige alte perverse Männer. Was machen wir für Pornos denn? Gute! Gute, denn diese Männer sind alt und haben Geschmack. Was wäre, wenn ihr beide Weiber seid? Wie würden dann eure Videos aussehen? Yeah! Beantwortet es deine Frage. Und neben den Titten wären wir das einzige Comedy-Frauenduo. Habt ihr schon mal ein Comedy-Frauenduo gesehen? Habt ihr? Im Fernsehen oder im Internet? Ich weiß es nicht. Wieso renne ich da hoch? Und das Besondere an zwei Frauen, sie können das hier machen. Ey, was machst du, Hängetitten? Wichser! Guck, wo meine Titten jetzt sind, die sind jetzt hier! Und deshalb gibt's kein Frauenduo, weil Frauen viel zu konkurrenzhaft zueinander sind. Ich dachte, du machst jetzt Mrs. so. Was wäre, wenn Putin versuchen würde, euch die Säureminen abzunehmen? Und das nackt. Das wäre hart. Auf der einen Seite sind wir einer der wenigen, die Putin stoppen können. Er ist ja ein harter Ficker. Und ein harter Ficker kann nur von einem anderen harten Ficker aufgehalten werden. Aber das Problem ist, da Putin nackt ist und er, wie wir alle wissen, sich jeden Morgen mit Babyrobbenöl einschmiert, ist er so glitschig und man kann ihn einfach nicht packen. Er könnte uns also tatsächlich besiegen. Wir haben einfach noch keine Technologie gegen Babyrobbenöl. Und Putin in seiner unstillbaren Gier würde immer tiefer graben. Bis in die tiefsten Tiefen, wo wir die Herrscher der Unterwelt gefangen halten. Und wenn er die befreien sollte, geht die Welt unter. Der Einzige, der uns dann noch retten könnte, wäre Jesus. Aber der ist nicht mehr so gut auf die Menschen zu sprechen, seit wir ihn gekreuzigt haben. Was wäre, wenn ihr keinen Comedy, sondern einen Beauty-Fashion-Kanal hättet? Hallo Leute. So, willkommen auf Beauty Bros. Ich bin hier gerade aufgewacht und dachte mir, Mensch, ich mache mal ein Video für euch, weil jeder kennt das bestimmt. Ihr wacht morgens auf, habt übelst viel Stress und denkt, scheiße, wie kriege ich denn jetzt schnell eine gute Frisur hin, ne? Und das sage ich mal ganz kurz, das geht nämlich ungefähr so. Läuft. Was wäre, wenn Rick Regenbogen furzen könnte und sie für Steve nach Himbeersahne-Schokotorte riechen würde? Das wäre doch voll geil. Ich könnte Regenbogen furzen. Und das würde ja bedeuten, dass mein Arsch der Topf voller Gold am Ende des Regenbogens ist. Also der meistbegehrteste Arsch der Welt. Nimm das, Nicki Minaj. Und Steve würde mich die ganze Zeit mit Bohnen füttern, damit er an meinen Fürzen riechen kann. Was wäre, wenn Fanfictions Wirklichkeit wären? Die Welt ist am Abgrund. Eine Zombie-Apokalypse. Ein Zombie-Sprachfehler. Eine Zombie-Apokalypse hat so gut wie die ganze Menschheit ausgerottet. Doch eine kleine Gruppe von männlichen YouTubern hat überlebt. Und jetzt vertreiben sie sich ihre Zeit, indem sie den ganzen Tag mega perversen Gay-Sex haben und sich gegenseitig ihren Manuel Neuer ins Abseits schießen. Was wäre, wenn ihr zusammen in einem Bett aufwachen würdet? Und das nackt? Moin, moin. Sag mal, bist du auch nackt? Ja. Sag mal, drehen wir heute Radio? Ja, können wir machen. Da muss ich ja gar keine Hosen anziehen, geil. Nice. Kriegt ja die ganze Zeit frische Luft. Und er bommelt hin und her. Was wäre, wenn ich bei euch einbreche und euer ganzes Toast klauen würde? Dann hätten wir kein Toastbrot mehr. Und nichts zum Frühstücken. Was eh öfters vorkommt, da Marty nachts immer das ganze Toastbrot wegfrisst. Deshalb würden wir nicht mal merken, dass bei uns eingebrochen wurde. Und warum klaust du da nicht unseren 18.000 Euro Fernseher? Oder unser 2 Millionen Diamantklebeband? Oder unsere 700.000 Euro Massivgoldglocke? Oder unsere mit Kokain gefüllten Mandarinen? Die sind echt saftig. Wird Zeit für mein Vitamin C. Was wäre, wenn ihr wirklich Weltraumfrösche wärt? Kommt ganz drauf an, was du meinst. Habt ihr euch schon mal einen Frosch genommen, den Föhn ins Maul gesteckt und den dann so lange aufgebläht, bis ihr platzt? Das würde mit echten Fröschen im Weltraum passieren. Wären wir aber eine vom Frosch abstammende, überlegende Alienrasse plus Cyber-Cyborg, dann würden wir mit unseren... tödlichen Laserfroschzungen der Erde einen Besuch abstatten und in jedes einzelne Land Freiheit und Demokratie bringen. Wie unser großes Vorbild George Bush. Was wäre, wenn ihr die Macht hättet, andere YouTuber zu kontrollieren? Was heißt hier, was wäre, wenn? Ich kann andere YouTuber kontrollieren. Marty, deine Loops sind scheiße. Hör auf damit. Okay. Was wäre, wenn ihr in Wirklichkeit ein verheiratetes Ehepaar seid? Eigentlich würde sich nicht viel ändern. Wir würden uns immer noch die ganze Zeit streiten und wir hätten keinen Sex, genauso wie in einer echten Ehe. Und das, obwohl wir nackt im gleichen Bett schlafen und uns die ganze Zeit nur von Koksmandarinen ernähren. Was wäre, wenn Rick in Wirklichkeit ein getrennter zweieiger Zwilling von Til Schweiger wäre? Das würde ja heißen, entweder sieht Til Schweiger für sein Alter sehr alt aus oder ich sehr jung für meine
500? Wie alt ist Til Schweiger? Ich weiß es nicht. Ich glaube 67. Aber es wäre der absolute Beweis dafür, dass mit Til Schweiger irgendwas nicht stimmt. Schließlich hätte er ja fast die gleichen Gene wie ich. Aber wie wir sehen, ist er was deutlich massiver misshandelteres rausgekommen. Ich wurde nur so ein bisschen misshandelt. Man kann deshalb nicht richtig sprechen. Aber was mit Til Schweiger nicht stimmt, da wurde er echt da. Boah. Was wäre, wenn Blondie 1 und 2 braune Haare hätten? Also erstmal würde man sie nicht mehr als Blondie 1 und 2 bezeichnen. Weil wenn Mädel braune Haare hat, dann sagst du nicht Brünetti oder ey, braunhaarige. Außerdem würden sich noch zwei weitere Sachen ändern. Also erstmal hätten sie einen voll krassen Science-Wissenschaftskanal, auf dem sie übelst krassen Mathe- und Physik-Shit erklären würden mit überkrassen Formeln und einer super fetten Tafel im Hintergrund. Ihr wisst schon, so schlau. Und das würde natürlich zur Folge haben, dass sie keinen Freund hätten, sondern 50 Katzen. Und damit wären sie natürlich die erfolgreichsten Kanäle auf YouTube. Ich meine, weil Frauen und Katzen, das Internet besteht ja quasi aus nichts anderem. Okay, eigentlich aus Kätzchen und nackten Frauen. Aber hey, die haben immerhin 50 Pussys. Läuft bei denen. 50 behaarte Pussys. Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Danke. Was wäre, wenn ihr auf Facebook uns eine Was-wäre-wenn-Frage gestellt hättet? Dann wäret ihr jetzt in diesem Video. Und was wäre, wenn ihr uns früher mal eine Frage gestellt hättet? Dann wärt ihr vielleicht in diesem anderen Video da drin, wo wir uns auch Fragen gestellt haben lassen. Was würdet ihr euch trauen? Und darunter reden wir über Pranks, weil die gehen zu weit. Die gehen viel zu weit. Ha, ich hab dich voll geprankt. Seht ihr?